Moin. Habt ihr es mal probiert mit den Urlaubsmomenten im Alltag? Oder wenn ihr gerade im Urlaub seid, auch mit den Urlaubsmomenten im Urlaub? Und wenn ja, hat es geklappt? Hat es irgendetwas mit euch gemacht? Hat es euch verändert? Hat es euch reicher gemacht? Ich habe noch einen kleinen Urlaubstipp. Das heißt, nee, eigentlich gar nicht nur ein Urlaubstipp, auch ein Alltagstipp. Ganz genauso. Teilen. Klar, teilen ist immer gut. Ich möchte euch einladen, Zeit zu teilen. Zeit, die ihr habt oder vielleicht sogar auch Zeit, von der ihr meint, dass ihr sie gerade so überhaupt gar nicht habt, mit anderen Menschen zu verbringen, mit einem Anruf bei einem Menschen, der vielleicht schon lange darauf wartet, oder mit einem Brief oder mit einem Besuch, was auch immer. Weil auch Zeit wird eine ganze Menge mehr, wenn man es teilt. Das gilt ja für so viel anderes. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden von Lothar Zenetti. Das heißt eigentlich gar nicht von Lothar Zenetti, eigentlich eine Geschichte aus der Bibel, nur ein ganz klein wenig abgewandelt. Das Original hat mit Brot zu tun. Aber man kann nicht nur Brot teilen, man kann auch anderes teilen. Jesus zog sich zurück. Mit einem Boot fuhr er über den See an einen abgelegenen Ort, um allein zu sein. Die Volksscharen in den Städten hörten davon und folgten ihm zu Fuß nach. Als er die Augen erhob, sah er, wie viele Menschen um ihn versammelt waren und wie viele noch herandrängten, und er empfand Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Als es Abend wurde, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Herr, die Zeit ist vorgerückt, es ist spät, entlasse die Menge, sie haben keine Zeit und wir auch nicht. Kennen wir, oder? Da wandte sich Jesus an seine Jünger: Weshalb sollen sie weggehen? Gebt ihnen doch Zeit, gebt ihnen von eurer Zeit. Da sagten sie zu ihm: Wir haben ja selber keine. Und was wir haben, dieses wenige, wie soll das reichen, um uns um alle und am Ende noch um jeden Einzelnen zu kümmern? Doch fand es sich, dass einer von ihnen noch 5 Termine frei hatte. Zur Not, mehr nicht, dazu 2 Viertelstunden. Und Jesus lächelte und sagte: Gut, das ist doch schon etwas. Stellen wir es den Leuten zur Verfügung. Und er ließ die Volksscharen erneut Platz nehmen. Er nahm die 5 Termine, die sie hatten, und dazu die beiden Viertelstunden. Er blickte auf zum Himmel und sprach ein Segensgebet. Dann teilte er das Vorhandene auf und ließ austeilen die kostbare Zeit, die sie hatten, durch seine Jünger an die vielen Leute. Und siehe, es reichte nun das Wenige für alle. Keiner ging leer aus. Ja, sie füllten am Ende noch 12 Tage mit dem, was übrig war an Zeit. Und dabei waren es an die 5000 Männer, die Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet. Es wird berichtet, dass die Jünger staunten, denn alle sahen es: Selbst das Unmögliche wird möglich durch ihn. Ich wünsche euch ganz viel gefüllte, gute Zeit. Tschüss.